Manuel Gräfe leitet am Samstag das Topspiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München, Bundesliga. RB Leipzig, FC Bayern München, ab 15.30 Uhr im Live-Ticker. Dies gab der DFB am Freitag bekannt. Bildergalerie: Die besten Bayern-Legionäre aller Zeiten mit Ribéry, Alaba, Pizarro und Robben. 12 Bilder. Unterstützung erhält er dabei von seinen Assistenten Guido Kleve und Markus Sinn. Vierter Offizieller ist Daniel Schlager aus Hügelsheim. Als Videoassistent ist Marco Fritz im Einsatz. Für den 45-Jährigen ist es der erste Einsatz bei dieser Paarung. Bislang standen sich beide Mannschaften fünfmal in der Liga und einmal im Pokal gegenüber. Dabei spricht die Bilanz klar für den Rekordmeister, der 5 der 6 Duelle für sich entscheiden konnte. Meistgelesene Artikel: Transfermarkt, FIFA sperrt Raiola weltweit, Comeback-Wunder eines BVB-Juwels. Fußball, Regionalliga: Bayern FC Bayern 2 macht Titel perfektient. Fußball, La Liga: Real, Zidane schwerer Umbruch. Fußball, Bundesliga: Schrecksekunde um Lewandowski. Gräfe, kein Freund des Videobeweises. Erst vor wenigen Wochen hatte Gräfe im Check 24 Doppelpass aufhorchen lassen, als er erklärte, dass er kein Freund des Videobeweises sei. Ich möchte den Videobeweis gar nicht haben. Es ist eine schlechte Leistung des Schiedsrichters, wenn er den Videobeweis braucht, denn das heißt, er hat sich klar geirrt, begründete er seine Meinung. Die Bundesliga-Highlights am Sonntag ab 9.30 Uhr in Bundesliga pur im TV auf Sport 1. Aus diesem Grund versuche der erfahrene Referee die Hilfe aus dem Kölner Keller grundsätzlich immer zu umgehen, auch wenn sie ein guter Backup sei. Zuletzt hatte Gräfe auch den 5:0-Erfolg der Bayern im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund geleitet und musste dabei nicht auf den Videobeweis zurückgreifen. Punkt. Jetzt aktuelle Fanartikel der Bundesliga bestellen. Hier geht's zum Shop, Anzeige, Let's Block, Ads.